Blutschlucker an, der wird sicherlich sehr, sehr bestätigt grinsen. Das kommt sehr Gelegen. passend zu gelegen. Doschek, ihr sagt, die Adern fangen an zu verkleben, ja? Ja, so sieht es zumindest aus. Ich kann an verschiedenen Stellen einige merkwürdige Dinge erkennen. Bei einem Menschen ist das auch schon vorgekommen, können mir meine Kollegen aus der Akademie sagen. Und früher oder später klagen sie dann über Schmerzen im Arm oder Schmerzen im Herz. Könnt ihr sagen, wie lange es noch dauert, bis sie vollständig zu sind? Nein, das ist eine Frage von Zeit, vielleicht von Tagen, von Stunden. Es kann jederzeit sein, dass, nun, ich glaube, man sprach da von einem Infarkt, in der menschlichen Anatomie. So, ich bin, wie gesagt, kein hoher Schriftgelehrter der Anatomie, aber es kann quasi jederzeit vorkommen. Und was steht in diesem Brief? In 20 Tagen soll dieses Ritual sein. Ist eine Sternkonstellation. Und vielleicht wird er später schon vorher dorthin gebracht. Habt ihr denn Sternenkunde? Ja. Ein Basistalent, oder? Nee. Nee, ist es nicht. Ich bin sehr gut darin. Warum du? Ich bin Navigator. Oh. Die Magier vielleicht auch. Sternkopf? Zuschlag? Einfach mal so würfeln. Ich schaue mir das dann an. Wird jetzt hier keine Erschwernis nennen. Ja, was? Ich Habe ja, noch nicht mit dem magischen das Zusammenhang klingt nicht beschäftigt. wirklich nach Sternen, weil, naja, die sind ja eigentlich nach sowas wie, na gut, das Ogerkreuz kennt jeder und sowas wie Rohal, also verschiedene Sternkonstellationen, die sind meistens nach den Göttern benannt, Okuri und wie sie alle heißen, mit Ulchuchu und Yonaho und der Delfin von Leftan, das hat alles damit nichts zu tun. Ich hätte vielleicht ein Buch, das uns weiterhelfen kann mit so etwas. Vielleicht können unsere werten Magister darin etwas finden. Darf ich mal fragen, warum der Absender sagte, er ist eine Absenderin? Vielleicht ist es eine Frau. Du Die bist ja Frage ist richtig schlau, bloß Karina. Du bist ja richtig schlau. Das war genau das, was ich wissen wollte. Kann irgendjemand diesen Karino hier rausbringen? ich verdrehe die Augen. Meine Herren, wer herrscht euch? Nun, es Ach, könnte eine heute. Falle sein. Und aufgrund dessen, dass da drin steht, dass es garantiert keine Falle ist, ist es vielleicht garantiert eine Falle. Ich überleg mal, weil so die. Überleg mal, so die Freundin. Gibt es irgendwelche weiblichen. Nicht unbedingt Heptarchen, aber irgendwelche Leute, die wichtig Oron. sind. Uron, ja. Scharlachkraut, was ist mit der? Die haben wir doch gesehen. Die arbeitet doch mit Havax zusammen. Ihr Mehr meint, Forschung braucht nicht man. Scharlachkraut hätte uns das geschickt? Ich weiß es nicht, aber es macht Sinn, wenn Havax Xeran schaden will, nicht wahr? Aber würde Herfax sich selbst darum kümmern, als uns dahin zu schicken? Würde er nicht den Splitter für sich beanspruchen wollen? Auch Wenn er weiß, möglich. dass es keine Feinde dort gibt. Ich denke nicht, dass Harfax sich so eine Gelegenheit nehmen würde, um weitere Splitter zu sammeln. Es muss auf jeden Fall irgendjemand sein, der keine große Seestreitmacht hat. Und auch keine Ver Vielleicht ist es doch Oron, die genug von Palligans Plagenbringer haben. Und Kurz Xeran deswegen. nochmal Review passierend. Die Oron-Blockade wurde zerstört, oder? Von der Plagenbringer. Dann könnte es tatsächlich Oron sein. Wahrscheinlich wollen sie Rache. Ich mag es zwar nicht, ausführende Gehilfe für irgendwelche Heptarchen zu sein, aber die Gelegenheit klingt zu gut, als dass wir sie verstreichen lassen könnten. Und ihr seid euch sicher, dass es keine Falle ist?
Nun, wäre ich mir sicher, dass es keine Falle ist, wäre ich schon längst auf dem Weg. Wir können das versuchen. Wenn das tatsächlich wahr ist und es uns gelingt, einen Überfall zu starten und diesen Splitter zu stehlen, können wir eventuell Beweise legen, die Schuld auf Oron legen und unsere Feinde gegeneinander ausspielen. Das wäre gut. Vielleicht können unsere Auftraggeber diese Information korroborieren. Ich glaube es nicht, aber ein Versuch ist es wert. Aber sag mal, Porkum, ich habe dich wegen was ganz anderem gerufen. Wie weit ist das Schiff? Ich bin noch am Sägen. Was heißt das? Könnte man es für eine weitere Fahrt benutzen? Ja, also. Es ist nicht schnell, aber es geht zumindest nicht mehr runter. Ich sag mal, gib mir noch 5 Tage. Ich könnte aber noch einen guten weiteren Zimmermann brauchen oder 2. Hast doch 5. Ja, und ich kann auch noch 10 gebrauchen. Ach. Genau wie Bronn, alle wollen mehr Männer. Mehr Schützen hier, mehr Zimmermänner da. Ja, natürlich. Also 5 Tage brauchst du noch, es, ja? Es fährt, aber in 5 Tagen könnte ich es dir so zusammenzimmern, dass es zumindest nicht untergeht, dass es schwimmfähig ist und dass es eben auch ein paar Knoten macht. Gut. Sorgt dafür, dass es eine Fahrt überlebt, sollte es zum Notfall kommen. Ja, das mittlerweile also. Tut's das. Sehr gut. Ist wie gesagt höllenlangsam. Also wenn wir verfolgt werden, dann werden wir das nicht schaffen. Geht halt nicht von alleine runter. Es ist besser als nichts. Dann sehen wir doch zu, dass wir uns diesen Splitter angreifen. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Wir vereinigen das Schwert und den Splitter auf einer Arche. Vor allem vertrauen wir irgendjemandem, der sich nicht mal mit Namen nennt. Ich glaube, das ist eine Falle. Ich denke, dass Zeran sein Schiff zurück will. Geben wir das Schwert wieder ab. Wir brauchen es nicht. Geben wir es in der Tat nicht. Den Preis Pfaffen. Geben wir es in Kuntium oder in Festum wieder ab. Soll es wieder weggeschlossen werden. Und die vernichten es. Und schließen es weg. Es kann nicht vernichtet werden. So ist weggeschlossen, Ei. Das ist ein guter Plan. Was machen wir mit dem Splitter, wenn wir ihn haben? Wir bringen ihn natürlich nach Beilung. Doshek, schaffen wir es von hier nach Kunschorm, dort die Sachen zu verschließen und dann wieder hierher zu kommen? Beziehungsweise nach Hulat zu segeln? Schaffen wir es mit dieser Arche noch? Wäre kürzer, nach Beilung zu fahren. Erkennt man das zwar nicht, aber das Schwert wäre auf jeden Fall sicherer. Was ist denn Beilung? Die Brauskirche. Da wirkt keine Magie. 1100 Meilen sind das, wenn ich den Instrumenten und den Navigatoren vertrauen kann. 1100 bei einer Geschwindigkeit von 4 Knoten, 1130, wir werden ungefähr 36-37 Stunden brauchen, also etwas mehr als ein Tag. 1,5 Tage, das ist Wahnsinn. Normalerweise bräuchte man dafür mehr als einen Monat. Dass wir hier schnell sind, weiß ich. Was ich wissen will, ist, ob die Arche das aushält. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was passiert, wenn... Es kann sein, dass wir auf offener Strecke liegen bleiben und dann Schmerzen durch die Arme und Beine strahlen und wir uns dann erholen müssen. Wenn das in einem Kampf passiert, dann ist das denkbar ungut. Das klingt nach keiner guten Option. Wir sollten sie also weniger belasten. Wir könnten Festum ansteuern, oder Valusa oder Weilung. Die sind halt nicht so weit von Roland weg. Zumindest nicht so weit wie Kunchom. Allerdings haben wir in keinem der Orte so viele Verbündete wie in Kunchom. Wir könnten Lobdil als Niere nehmen. Und er ist kaum menschlich, aber ich glaube nicht, dass es gut ist, irgendetwas, was reden kann, da hineinzustecken. Er erfüllt da wenigstens einen guten Zweck auf diesem Schiff. Ich muss mal ganz hart meine Rachsucht überprüfen. Für wen? Für Lupdiel.
Gegen Blutschluck habe ich keine. Okay. Ob du meinst, dass man ihn da... Ja, ich meine, Lupti ist ja kein Mensch, aber verdient er das trotzdem nicht. Er ist schwach. Würdigen wir ihn und seinen Namen, indem er sich für das Schiff opfert. Ich blick mal in die Runde. Niemals. Wir opfern kein denkendes Wesen den Dämonen. Dann nehmen wir Caridor. Ich würdige dem keine Antwort. Ich gucke nicht mal in seine Richtung. Ich hoffe, das meint keiner von euch beiden hier wirklich ernst, oder? Natürlich nicht. Wie gesagt, er ist kaum menschlich, aber verdient hat auch er das nicht. Selbst wenn er kein Mensch wäre, würden wir doch jetzt ihn nicht an eine Dämonenarche anschließen. Wovon redet ihr? Und wenn er kein Mensch wäre, hätte er auch keine Seele, dann wär's doch wohl egal. Ich habe eine viel bessere Idee. Fulschluck, ihr werdet euch nicht selbst da anschließen, um mit der Arche zu kämpfen. Nein, besser. Oh, wir suchen uns eine Seeschlange und binden sie da rein. Das. Du siehst, wie in seinen Augen Wahnsinn leuchtet. Achmed ist ein wenig erschüttert, dass Jalan scheinbar da kurz drüber nachgedacht hat. Komischer Captain. Eine Seeschlange oder ein... Wenn man Gedanken folgt, dann kann man auch versuchen, Piratenschiffe zu fangen und Paktira dort anzuschließen. Binden wir ein paar Kraken rein. Seeschlange. Nun, wir würden damit... Ihr wisst schon, ihre Geschöpfe gleichzeitig gegen sie einsetzen. Das gefällt mir. Ich guck mal, ob irgendjemand anderes hier an diesem Tisch den beiden da in ihrem Gedankengang folgen kann. Haben wir eine Angel, die groß genug ist? Eldan sieht ungefähr so aus, so. Nein, nicht euer Ernst, was? Nicht euer Ernst, was? Was? So lange sieht Achmed auch gerade aus. Wir haben Harpunenale. Und Bronn kann eine Seeschlange treffen, das hat er bewiesen. Blutschluck haut einmal mit seinem Chorspieß gegen den Tisch. Ist das ein Angelhaken oder was? Seid ihr jetzt endgültig dem Wahnsinn verfallen? Ist das, was hier gerade passiert? Sind hier schon einige Paktierer mehr am Tisch, als ich erwartet habe? Und es kommt gleich der Moment, wo ich geopfert werde? Oder warum führen wir so eine Unterhaltung? Was hast du für ein Problem mit Seeschlangen? Das wüsste ich auch gern. Mein Problem damit ist, dass wir ganz sicher keine neuen Lebewesen an diese Dämonenarche anschließen. Und Seeschlangen sind wohl keine Lebewesen. Wer hat dich eigentlich gefragt? Du hast nicht mal eine Hose an. Du hast in einem Kleid rum und willst uns sagen, was wir tun und was wir nicht tun sollen. Naja, wenn ihr Dinge an Dämonen anschließen wollt, dann ja. Sonst könnt ihr gerne tun, was ihr wollt. Allerdings, wenn das wirklich eure Intention ist, dann werde ich mich beim nächsten Hafen von euch verabschieden müssen. Soll ich jetzt noch irgendwas sägen, oder wie? Macht einfach das Schiffreise fertig. Hi, Kapitän. Karinor, wie seht ihr das mit der Seeschlange? Ich meine, ich bin auch kein Gewalter, aber sie wird doch wohl kaum ein Lebewesen sein. Nun, wenn es gelingt, eine zu fangen. Nun, zum Ersten, es wäre eine Bereicherung für die gesamte Welt, wenn eins dieser Wesen stirbt. Und zum Anderen hätten wir ein wenig mehr Zeit, um Peranianer zu retten und dem Feind Schaden zuzufügen, bevor wir zwangsläufig diese Arche vernichten, was sehr bald geschehen wird. Doch dann auf unsere Bedingungen. Aber jetzt gerade haben wir hier eine Wahrscheinlichkeit von 65, was auch immer, 65 von 100, was Korab immer sagt. Und das ist wirklich nicht genug, um sich darauf zu verlassen. Nein, mir ist es auch nicht genug. Und ja, eine Seeschlange kann man nun wirklich nicht als göttergefälliges Wesen bezeichnen. Wir schaden dem Feind in zweierlei Hinsicht. Nur damit auch wenn es mir nicht gefällt, irgendetwas an dieses Arche anzuschließen. Ich habe die Delfine gesehen. Und das Beste, sie müssen leben, wenn sie eingeschlossen werden. Das wird schwierig. Eine gute Herausforderung. Ei. Morenas, was hältst du davon? Ich weiß noch nicht.
Ich weiß nicht, ob eine Seeschlange ein denkendes Wesen ist oder nicht. Ob man diese Wesen den Dämonen zuschreibt oder den Lebewesen. Es sind Zars Geschöpfe, oder nicht? Seeschlangen, um Himmels Willen, die sind direkt aus der Niederhölle gekrochen. Woher habt ihr den Unfug denn her? Woher wisst ihr das? Aus dem Effa-Tempel natürlich. Also wollen wir jetzt wirklich wertvolle Zeit, die wir damit verbringen könnten, einer Geweihten der Piraine zu helfen, damit verbringen, Seeschlangen zu jagen, von denen keiner von euch Ahnung hat, wie man eine Seeschlange jagt, eine einfängt, noch dazu lebendig, anstatt sie zu nutzen, um eine von unseren Geweihten der 12 Götter zu retten? Nein, wir wollen die Zeit nutzen, um die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie auch wirklich lebend herauskriegen, auf ein akzeptables Maß zu bringen. Wie wär's, wenn wir Haaswolf fragen? In dem Moment, richtig, fragen wir Haaswolf. In dem Moment sieht es so aus, dass sie in der Hälfte aller Fälle trotzdem stirbt. Ich hole. Und wir wissen nicht, ob nur ihren toten Körper das herauszulösen, ihre Seele überhaupt noch retten kann. Das steht hier gerade auf dem Spiel. Ah. Er tut gerade so, als wäre es eine Kleinigkeit, sie komplett herauszuholen, lebendig. Blutschluck holt einmal Haaswolf und dann stehen beide in der Tür. Was wir brauchen ist Zeit. Zeit, die wir nicht haben. Dem stimme ich zu. Wir führen hier einen Krieg. Es gibt mehrere Faktoren, die bedacht werden müssen. Nicht nur eine einzelne Geweihte. Auch wenn sie wichtig für uns ist, gibt es noch andere Sachen, die sehr dringend sind und um die sich gekümmert werden muss. Also ich will ja was ist hier los? Abenteuer. Haaswolf, erzählt uns was über Seeschlangen. Seeschlangen? Oh, die bin ich schon geritten. Schon 3 Stück. Und noch mehr habe ich umgebracht. Und wo kommen sie her? Wo sie herkommen? Ja. Direkt wohl... Naja, man ist sich da nicht ganz sicher. Es gibt da verschiedene Theorien, aber... Wir waren ja auch vor kurzem erst in Bahamut Stund. Ei. Bahamut wurde besiegt. Und sein sterbender, untoter Körper spuckte dann Geschöpfe ins Wasser. Hat das Wasser verpestet. Und einige behaupten, dass er der Vater der Seeschlangen ist. Andere wiederum sagen, dass Seeschlangen die Geschöpfe von Ranga sind. Von Kryptor, von der Säuferin eben. Je nachdem, in welchem Pantheon du unterwegs bist. Seht ihr? Ich bin schon so lange aus Torwall raus. Blutschluck meint gerade, wir könnten alle davon fangen und als Niere für die Arche verwenden. Und wie wollt ihr die Seeschlange finden? Abenteuer. Finden? Finden. Das wird man schon hinkriegen. Und die letzte haben wir vor Oron gefunden, da können wir anfangen zu suchen. Klein sind diese Wesen nun wirklich nicht. Richtig. Und ansonsten reizen wir Polygon so lange, bis er uns eine schickt. Moment, damit ich das verstehe. Erst sagt ihr, wir wollen die Dämonenarche nicht weiter strapazieren und jetzt setzen wir alle unsere Ressourcen darauf ein, eine Seeschlange zu suchen, die wir eventuell nicht mal finden. Von Maraskan gibt es eine Menge. Fahren wir nach Maraskan. Da wollen wir eigentlich sowieso hin. Da ist es auch wärmer. Wo sind wir eigentlich gerade? Sind wir nicht gerade ungefähr in der Nähe von Festum oder bin ich da gerade? Da sind wir in der Nähe, ja. Also wir könnten Abstecher nach Festung machen, ich glaube, das wäre kein großes Problem. Also wie gesagt, von hier aus sind es, ich habe das gerade eben mal nachgemessen mit einem kleinen Umweg, damit ihr da keinen Gefahren ausgesetzt seid, 1100 Meilen nach Kunchum von eurer Position. Das sind wie gesagt 36 Stunden. Und nach Maraskan sind es 620 Meilen. Nach Festung sind es etwa 200. So, 600 durch 30 sind 20 Stunden. 20 Stunden in normalem Schritttempo gehen, also was heißt normales Schritttempo für die Arche, ne? Könnt ihr dann nach Maraskan. Das ist dann irgendwo die Nordspitze von Yargarn bei Gipflak. Da wurdet ihr letztes Mal, also noch ein bisschen weiter im Süden, wurdet ihr angegriffen von den Karakielen, aber so nach den Einschätzungen von Haaswolf würde man direkt an der Ostküste von Maraskan, also ungefähr hier irgendwo, da würde man sicherlich einen Haufen von Seeschlangen treffen. Dann haben wir es doch. Wir fangen uns eine Seeschlange und benutzen sie als Niere. Solange wir es die Piranianer da rausholen können. Es würde uns Zeit kaufen. Zeit, die wir dringend brauchen.
Richtig. Und dann können wir diesen Splitter besorgen. Mit einer Arche, die uns vielleicht nicht auf dem Weg krepiert. Abenteuer. Wie groß sind diese Dinger? Die Schlangen. Ich hab doch eine gesehen. Die kleinen sind 20 Schritt groß. Und die großen? Ich glaube, die längste, die ich gesehen habe, war 60 Meter. Aber das geht sicherlich noch besser. Ich habe in Torwall einige Geschichten gehört von 100 Metern, von 1000 Metern, wobei ich irgendwann auch nicht mehr glaube, dass sie wissen, wie groß diese Zahl ist, sondern einfach nur noch mehr Zahlen sagen. Also mehr Meter und auch mehr Seeschlangen. Aber wie gesagt, ich bin schon auf dreien geritten. Übrigens werden sie nach jeder Geschichte auch immer länger. Also wenn man den gleichen Typ fragt. Natürlich. Je und wie lange man hier auf den du geritten bist, desto länger der Fisch. Schaffen wir es denn von Maraskan nach Ola zurück bis zu dem Zeitpunkt, an dem Xera mit dem Splitter auftaucht? An der Zeitpunkt des spätestens in 20 Tagen, wenn diese Sternenkonstellation auftritt. Ja, die Zeit haben wir. In der Zeit kann man sogar noch ganz Mendena einnehmen. Mit unserer Geschwindigkeit? Auf jeden Fall. Ganz schwarz. Mit unseren Waffen vielleicht nicht. Oh, dann machen wir das. Erst Mendena, dann Warung, dann Yol'Gummak und dann Rulat. Guter Plan. Guter Plan. Vielleicht nicht ganz das, was wir brauchen. Aber darüber können wir reden, wenn wir eine Seeschlange haben. Ich glaube, diese Kampagne ändert sich dann bald an einem Ende. Oh. Diese Arche auf jeden Fall. Wenn wir eh schon hier oben sind, sollten wir nicht zumindest nach Festum reisen, um alle nötigen Mittel zusammenzusuchen, damit wir im Notfall Piraniane befreien können? Oder wollt ihr tatsächlich jetzt erst die Seeschlangenjagd als unser oberstes Ziel festsetzen? Ich stimme zu. Wie bereits gesagt, ich befürchte fast die gesamte bornländische Flotte ist momentan auf der Suche nach uns. Nach Festum einfach hineinzufahren wird nicht einfach. Und die Feuer-Djinn ist nicht so fahrfähig, dass sie es wieder zurückschafft. Können wir... Außerdem braucht sie zu lange dafür. Wir müssten wieder 2 Tagesreisen von Festum aus entfernt halten, 2 Tage mit dem Schiff hin. Es wären mindestens 5 Tage Reise, die wir alleine dafür verschwenden. Und so viel Zeit haben wir nicht. Außerdem müsste unsere Arche irgendwo vor Anker liegen und die boronische Flotte sucht nach uns. Wir haben doch noch die Hexe an Bord. Kann die nicht auf ihrem Hexenwesen dahin fliegen? Ich meine, klar, da können wir das Schwert nicht mitgeben, damit sie es zur Preiskirche bringt. Und ich bin mir sicher, die Gilde gibt ja auch keine Bücher für Gorab mit. Aber zumindest Nachricht können wir absetzen, oder? Nachrichten können wir doch auch so übermitteln, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Aber nicht an jede beliebige Person. Ich weiß nicht, wie das nach Festum aussieht. Muss Gorab denn Nachricht nach Festum übermitteln, oder bringt es ihr nur etwas, wenn sie selbst da auftaucht? Das müsste man die Dame selber fragen. Nicht einmal ich traue mich jetzt da rein. Oh. Wenn sie schläft. Die Frau ist ganz schön mürrisch. Das ist das Thema. Dann ist es also beschlossen. Wir fragen Kohlrab, ob sie eine Nachricht nach Festung absetzen muss. Und dann jagen wir eine Seeschlange. Lebendig. Abenteuer.